Und dann sind wir schon wieder an einem wunderschönen Tag angekommen in diesem Etablissement und meine Jungs, die rennen sich die Füße wund. Männers, ihr seid spitzenmäßig. Wie sieht's denn hier aus? Habt ihr jetzt ein bisschen was gemacht? Dieser komische Reiniger hier, warte mal, der ist doch bestimmt leer. Ja, richtig. Also das ist wirklich alles. Ein Tag vor Feiertag, das ist so... Ja. Da willst du nicht drüber nachdenken. Und dann sind die Menschen alle so, ich weiß nicht, die sind alle auf einem Trip unterwegs, wo du dir denkst, hä? Leute, denk doch mal nach, bleib doch mal locker und geschmeidig. Alles wird gut. Am Freitag haben alle wieder offen, weißt du? Aber nee. Für alle auf YouTube übrigens, heute ist für mich der 8.5. Für euch wahrscheinlich schon viele, viele Tage nach dem 8.5. Und wir haben gerade das Thema Feiertage. Ne? Feiertage, Brückentage. Wenn du mitten in der Woche einen Feiertag hast, boah, ne? Da flippt alles aus. Und irgendeiner bei uns im Hof grillt. Keine Ahnung, es riecht verdammt nach Grill hier. Bei dem Wetter. Wir haben aktuell 9 Grad bei Nieselregen. Und Menschen, die bei so einem Wetter grillen, Leute, die haben es geschafft. Die haben es echt geschafft. So, Jungs, wie sieht's denn aus hier? Ich warte immer noch hier auf die Spaghettis. Kriegen wir das hin? Wo haben wir denn die? Na, da haben wir gar keine. Ei. Ei. Ich bin ja hier am Nachbestellen wie so ein Fuchs, ne? Zack. Ist das schön. Ja, wundervoll. Wundervollestens. Einmal Klopapier könnten wir eigentlich noch kaufen. So, zack. Und da ist schon eingeräumt. Ne? So schnell geht es bei uns. Bei euch trocken 15 Grad. Ja. Was ist mit dir los? Hast du nichts zu tun oder was? Gehst du jetzt mal bitte deinen Kollegen ein bisschen helfen? Hallo? Habt ihr euch jetzt in der Gewerkschaft organisiert und seid jetzt gegen euren Chef? Ja, sag mal. Das ist alles nicht mehr normal, was hier passiert. So, wie sieht es denn hier aus? Ist alles aufgefüllt? Moussaka, ein bisschen davon. Oh, wir brauchen... Haben wir nichts mehr? Sagt mal, Jungs, haben wir nichts mehr? Tatsächlich. Die haben alles aufgegessen hier beim letzten Mal. Da oben auch nicht, aber diese Turca-Cola, die hatten wir doch hier ein ganzes Paket rumliegen. Jo. Mach mal rein ins Regal, komm. Aber zackig. So, und jetzt schauen wir hier drüben nochmal. Na, schau. Aha. Da müssen wir nochmal nachordern eben. Edit. So. Name. Products. Was hieß denn das? Ah, Moussaka. Ja, pass auf, dann packen wir das Moussaka mal eben hier hin. So, und du bist Eisushi. Eisushi, gell? Ist das schön? Pass auf, dann packen wir das gleich mit hier hin. So, meine Stimme haut gerade ab. Wo will sie denn immer hin? Ich glaube, die will Urlaub machen. So, Jungs, ihr macht ein bisschen hinne und ich mach gleich auf, ja? Sagt mir einfach Bescheid, wenn ihr bereit seid. Haben wir hier noch irgendwas? Der grüne Tee, der Kaffee? So, und wir schauen mal eben rum, was wir denn jetzt Schönes bald demnächst kaufen können. Wir haben 3800 irgendwas. Okay, da haben wir Krabbensticks, scharfe Soße, bla bla. Ah, hier, das Bier. Weißt du, das Bier? Ich glaube, das Bier wäre eine Maßnahme. Jetzt so langsam dran zu denken, da mal in die Richtung aufzuwachsen. Und hier haben wir 4400. Und dann haben wir 2250, das Lager. Oh. Aber lagertechnisch sieht es eigentlich noch gut aus, ne? So, ihr Jungs seid... Habt ihr jetzt fertig, oder was? Jungs? Die reden nicht mal mit ihrem Chef. Glaubt ihr das? Glaubst du nicht. So. Wir haben Pizza ist voll. Das ist auch alles voll. Ja, dann machen wir auf die Bude. Ich glaube, das ist okay. So. Ein neuer Tag im Paradies. Ich freue mich. Yippie. Ja. Ja, ich glaube, das sieht noch alles gut aus.
Da, 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 di, da, di. So, du, mein Freund, heute ein bisschen schneller, ne? Genau. Das kriegst du schon alles hin. So, Rice. Warte mal, wie sieht's denn da aus mit den Beständen? Aber diese eine Cola, die hatten wir doch gerade ins Regal. So, das war was anderes. Okay. Nee, alles gut. Alles gut, alles gut. Ba, 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 ba. Da haben wir noch Platz. Oh, ein Hühnchen. Wir können noch zweimal Hühnchen bestellen. Schau mal einer an. So, davon haben wir noch ein bisschen. Jawohl. Den Kaffee nehmen wir auf jeden Fall auch noch mal mit. So. Und zack. So, guten Morgen. Morgen. Sehr schön. Da di da di da di. Ich gehe schon aus dem Weg. Ne? Also hier ist alles sicher, sicher. Ich gehe lieber aus dem Weg. Bevor hier noch mir einer über die Füße rennt. Morgen. Ach, ist das schön. Ist das nicht schön? Ah, ich werde mal die Musik ausmachen. So. Also nicht auf YouTube, sondern hier bei uns im Spiel. Da, da, da. Ich komme, mein Herr. Ich bin schon da. Guten Tag. Honey, honey, honey. Und ein Kärtchen, bitte. 64. Tschüss. Guten Tag, der Herr. Cola und Tee. 50 Cent. Bitteschön. Ja, da werden wir uns jetzt beim Zeiten jetzt mal das Bier gönnen, ne? Das Bier. Ein Bier vor vier, das gönne ich mir. Hallo. Da, 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 da. Jason? Du hast aber auch mal mehr gekauft bei uns. Da ist er nochmal. Da kommt er nochmal. Habe ich ein Déjà-vu? Bin ich gefangen in der Matrix? Ja, stimmt doch was nicht. Oh, die ganzen Kartoffeln gehen weg. Da muss ich, glaube ich, nochmal so ein Regal machen. Voll mit Kartoffeln, ich glaube. Die so viel kaufen, ne? Hallo. Banana Joe, grüß dich. Dir auch einen schönen guten Abend. 42 kriegst du? Bitteschön. Mir geht's den Umständen entsprechend gut, ne? Den umsprechend entständet gut. Nur ein bisschen erkältet, na, ein bisschen, naja. Keine Ahnung, irgendwo flog ein Virus quer und ich habe gesagt, komm, das nehme ich mit. Ich biete ihm ein neues Zuhause. Aber ist schon alles gut, nicht so schlimm. So, bitteschön, tschüss. Oh, der nächste bitte. Du bekommst 11,50. So, die Dame, bitteschön. Und der Herr, oh. Pommes. Oh, Butter und Salz. Gott erhalt's. Drei Stück. Bitteschön, der nächste bitte. Da, 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 da. Nüscht kriegst du wieder, nüscht. Düt, 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 düt. Da gab es jetzt auch lange kein Update mehr hier für den Supermarkt-Simulator. Habe ich auch gestaunt. Ich habe mich gedacht, dass die das so ein bisschen hier auf dem Vordermann halten und neue Produkte bringen oder sowas. Aber nö, wahrscheinlich machen die gerade Urlaub. Nichts für sie zurück. Da, da, da. Elon, wie geht's dir? So, Dankeschön. 85 und tschüss. Was ist denn hier los? Ist hier irgendwo ein Herrenabend oder was? Ein Fünfer für Sie. Tschüss. Der Herr. Da, 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 da. Null, bitteschön. Oh, her damit. 51. Oh, nicht 515. Das wäre jetzt aber. Ne? Hätte ich die glatt beschissen, die Frau. Die Jungs rennen sich schon wieder die Füße wund. Das gefällt mir. Hallo. Einmal Kaffee für die Dame, jawohl. Er guckt böse. Er hat irgendwas nicht gefunden. Sehr gut. Ding, 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 ding. Kommen Sie zu mir. Nein. Der hat immer noch seinen Winterpulli an. Ja, Mensch, ist doch jetzt mittlerweile fast warm geworden. Gut, heute war es nicht so warm, aber sonst morgen soll es ja, ne?
Jesu Himmelfahrt. Viele sagen ja auch dazu Vatertag. Guten Tag. So, da drüben. Das wird ja auch von Leuten gefeiert, die nicht mal Väter sind. Dankeschön, nüscht für Sie, bitteschön, tschüss, der Nächste, bitte. Dreimal Cola und Kartoffeln, jawohl, oh ja. Das wird teuer. 100, mal 3. Hui. Bei dir war warm, echt? Wohnst du eher im nördlichen Teil? Wir hatten heute tatsächlich gutes Wetter. Aber unser einer hier, das war nicht so. So, der Knaller war es jetzt nicht. Es hat den ganzen Tag genieselt. Also richtiges Erkältungswetter eigentlich. 12,50. Ja, also wir zocken morgen übrigens, ne? Nur für euch zur Info, alle, die live dabei sein möchten. Planet Crafter, natürlich, was denn sonst? Gibt es ja jeden zweiten Tag eine. Oh, 134,50? Achso. War bezahlt, ich habe mich gerade gewundert. Ja, im Norden war schönes Wetter heute, das stimmt. Ja. Nö, ich war eigentlich noch nie so ein großer Freund von diesem Vatertagsgedöns da. Ich meine, wenn es was zu trinken gab, habe ich mitgetrunken. Aber das ist so viele Jahre her. Mensch, ey. Das ist ja schon ewig her. War ich da eigentlich schon Vater? Kann sein. Ja, die Partys sind immer nur dann gut, wenn man sich nicht mehr daran erinnern kann, ne? So, bitteschön, 1,50. Und tschüss. 6.496, ja. Und die Jungs rennen gut los hier. Zu dritt schaffen sie das. Ja. Da war ich noch jung, weißt du, da war ich noch jung. Das liegt ja lange hinter uns. So, her damit. Bitte schön. Erst mal einen Schluck Wasser trinken. So, wie schaut's aus? Noch einer zu mir oder nicht? Nö, anscheinend nicht, oder? Doch, Sie kommen nochmal. Ja, selbstverständlich. Schönen guten Tag. So. Hier wird nicht mehr selber gekocht bei der Frau. 71,90. Sagen Sie mal. So, bitteschön. Bin doch schon wieder nur die Wechselstube für die Leute. Hier habe ich das Gefühl. Null für Sie, Dankeschön. Na, 58,50. So, bitteschön. So, das reicht jetzt aber. Kann ich das jetzt hinterschmeißen? Immer noch nicht. Vielleicht geht's ja so. Okay. Und was haben wir hier noch? Das geile Zeug. Nee, warte mal. Hier oben, oder? Ah, war's drin. Ja, da müssen wir echt noch ein bisschen warten, ja, weil das haben sie jetzt nicht so viel gekauft, die Burschen. Ja. Okay, das sieht alles ganz gut aus. Das sieht auch gut aus. Da ist auch alles voll. Männers, ihr seid spitze. So. Da, da, da. 6.959. Jetzt hat er wieder Schlucken. Es ist furchtbar. So, da. Nehmen wir mal eine mit. Noch eine. Noch eine. Das brauchen wir nicht. Da, 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 da. Kaffee ist auch noch genug da. Salz. Komm, wir nehmen mal einmal Salz mit. Sobald es geht, ne, schießen wir die Bestellung los dann morgen früh. Oh, so. Ba, 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 ba. Ja, blöde Parmesan, Leute. Oh, Eier. Das sofort morgen früh. Also sofort, wenn der Laden aufmacht, ja gleich. Aha, aha, aha.
Also den Käse kaufen die ja wirklich, als wird es keinen Morgen geben. Ein Hühnchen, dreimal Kartoffeln. Junge, Junge, Junge. So, wie sieht's denn aus, Jungs? Die rennen immer noch. Aber ich glaube, ich muss den Tag beenden. Ach nee, dann lass es ja wieder alles fallen, wenn ich beende. Na, habe ich ja vorhin auch probiert. Ach nee, das war im Menü. Nee, warte, dann gehen wir mal so. Zack, 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 zack. Ja, die rennen brav weiter, das ist schön. So, brauner Zucker, Jakobsmuscheln. Brauner Zucker, Jakobsmuscheln. Oh. Ja, da machen wir 8 draus. Da machen wir 8 draus. Und die Muscheln. Die Muscheln. Da machen wir eine 4 draus. So. Und irgendwas war doch noch. Irgendwas war doch noch. Hallo? Irgendwas ist doch im Preis gefallen. Habe ich doch genau gesehen. Schon wahrscheinlich schon 30 Mal drüber gescrollt. Hä? Nani, nanu, nana. Ja, wird schon passen. Es schien jetzt da Öl. Öliges Öl. So, was haben wir hier? 4,62. Na gut, da machen wir ein bisschen. Ne? Also da lieber nicht zu viel. So, Männers, wie sieht es aus? Irgendwas blieb draußen? Eier. Oh, Eier. Die sind auch schon voll. Wieder etwas, was wir hier lassen müssen. Das geht noch nicht. Das geht auch noch nicht. Ja, aber ansonsten. Männers, das sieht doch gut aus, oder? Männers, du bist bereit? Achso, 5470. Warte mal. Warte mal. Lizenzen 3500. Bier, Chips, Hummus und Wodka. Das sieht doch alles nicht schlecht aus, oder? Ohoho. Jetzt werde ich mal von allem etwas bestellen. Zack, zack, zack. Oh. Ja. Chipsige Chips, Hummus und der gute Wodka. Damit die Herren für morgen auch was haben, weißt du? Servus, Jungs. Hier, das mittlere Regal ist für ein Suff. Oh, FS. Blonde Blond. Mhm. 6 Stück sind da drin, okay. Chips. Chips ist doch so eigentlich was für hier, ne? Dann kommt ihr mal da rein. Oder warte mal, nee, warte mal. Wir, damit wir jetzt erstmal nicht durcheinander kommen, machen wir das mal so. Da rein. Düdüdüd. Hummus. Hummus. Habt ihr schon mal Hummus gegessen? Was ist das? Lagerbier. Oh. Das gute Lagerbier. Rein damit. So, fahr nicht über mein Zeug, du. Nochmal blondes. Warte mal, da machen wir das am besten anders. Nein, geht bitte zu. Du gehst dahin. Du kommst dahin und du gehst da weg. Ich habe, glaube ich, aus Versehen mal so Hummus gegessen. Ne? Das ist doch so Kichererbsenzeug, oder? Nochmal Bier. Das ist ja lustig. So, pass auf, dann werden wir das erstmal einräumen. Wir haben da oben die großen Dinger. Ein bisschen Bier. Da hinten ist ja die andere Ecke. Da bräuchte ich ja fast schon wieder ein Regal, oder? Oh. Ach, da müssen wir warten. Oh, schau an. Geh mal dahin. Ach, warte, weißt du, das schmeißen wir gleich weg hier. Hopp. So, ein Fässchen in Ehren. Oh, das ist aber gut. Oh, das ist gut. Oh, das lohnt sich ja. Komm mit.
du dich auch so lohnst. Ach, wie schön. Und hopp. Ein bisschen Bier, ein bisschen Bier. Oh. Das sind Preise hier von dem Bier, mein lieber Mann, Hermann. Wir hatten doch noch ein Bier, ne? Genau. So, du kommst dahin. Ach, für den Kühlschrank. Okay. Okay. Dann werde ich ja fast noch einen Kühlschrank kaufen müssen. Allein fürs Bier. Was da noch so ein großer hin? Zeig mal her. Möbelovic. Komm mal her. Merci, Cherie. Ja, damit. Ja, aber lockerst. So. Jetzt, wo ist das Bier? Da. Und. Pferdefleisch gegessen? Ja, ja, ja. Soll ja sehr rindähnlich schmecken, ne? Habe ich gehört. Ich habe, glaube ich, noch nie Pferdefleisch gegessen. Manche Menschen sagen ja auch, nö, nö, das ist nicht gut. Das essen wir lieber nicht. Oh. Was kostet das? Auch so viel. Okay. Sehr schön. Und. Hopp. So, dann haben wir Bier im Sortiment. Was gibt es denn noch Schönes bei uns? Oh, Wodka. Wodka, gute Wodka. Der Wodka, den machen wir da unten hin. Da wird sich ja hier bald die Prominenz einfinden bei uns im Laden, hä? 12,20. 12,12. Na, dann hauen wir mal 12,50 rein hier. Oh, bitteschön. Ja, ja, ja. Bei uns in München gibt es ja direkt einen Laden. Oder was heißt ein Laden? Da gibt es immer so einen Marktstand. Und da verkaufen die das. Pferde, Salami und so Zeug, ne? So, wo kommt denn das hin hier? Humus. Humus Maximus. Das klingt wie bei Harry Potter, oder? Kekse. Passt das da rein? Ach, ein Kühlschrank. In den Kühlschrank. Nur dann hier reinkommen. Es ist voll, jawohl. So. Was kostet so Humus bei uns? Oh, 4, 5? Machen wir 4,50. Das sieht gut aus. Und. Hopp. So, dann werden wir doch, glaube ich, noch eine Lage von allem nachbestellen. Ne? Aber die Chips haben wir doch auch noch irgendwo. Ja. Leute, was ist denn mit den Chips? Ihr müsst doch an die Chips denken. Da, 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 da. Das könnte man doch eigentlich auch hier zum Alkohol. Und schon voll. Ja, dann wieder weg. Jetzt wird eine Ladung nachbestellt. Oh. Ich hoffe, ich kann es mir leisten. Das sieht doch alles ganz gut aus. Zack. Drin. So. Dann schauen wir mal. Was denn die Kunden zu unserem neuen Sortiment sagen? Ding, auf die Maus. Da, da, da. Humus, ein bisschen Bier. Mal gucken, wie das läuft. Wenn das jetzt sehr gut läuft, dann ja, müssen wir mal gucken, was wir nachordern. Da unten ist alles voll. Das Zeug kann ruhig in der Sonne stehen, das Sushi. Ne? Das ist so gut abgehangen, das ist alles gut. Gibt es halt auch ab und zu mal so ein kleines Bauchzwicken, weißt du? Ja, Thema Pferdefleisch ist natürlich, schreibt es mal bitte in die Kommentare, wenn ihr Pferdefleisch essen würdet. Und ob ihr schon mal habt und so weiter und so fort. Ne? So, wie sieht es denn hier eigentlich aus? Warte mal, das kann doch so nicht weitergehen hier. Richtig, hier muss doch mal einer endlich aufräumen. So, rein mit dir. Junge, Junge, Junge. Hier sieht es aus. Hier reden irgendwelche Leute in dieser Straße. Ich sehe aber keinen, der mit dem anderen spricht. Oder ich höre schon Stimmen. Ja.
So. Ach, wie schön. Das könnt ihr auch langsam mal entsorgen, das ganze Zeug hier, ne? Ich meine, schaut euch das doch mal an, wie das hier aussieht. Ich glaube, da wohnt sogar einer, ne? Da ist mal einer reingegangen. So, Jung. Achso, ich dachte schon, der hat geklaut. So, kaufen Sie Bier, kaufen Sie Bier. Aha. Sind das die? Nee, ne? Nein, natürlich nicht. Auch nicht. Wenn es viel da ist, ne, dann kaufen sie es nicht. Ja, ja. Einmal Muscheln. Ja, es ist. Ja, das ist. Für viele ist das zwiespältig, für manche ganz normal, ne? Aber wenn man Pferdchen so lieb hat, ne, dann kann man das, glaube ich, auch nicht essen. Oder wenn man jetzt. Man wird ja auch kein. Was, habe ich keinen Preis festgelegt? Von wo? Ah. Oh, aber. Da machen wir gleich 6. Da haben sie schon zugeschlagen. Siehst du das? Oh, kassiert das nicht ab. Ja, wo waren wir stehen geblieben? Thema Pferde, ja. Wenn man so Tierchen so lieb hat, weißt du, so gerade Pferde. Und zu Pferden hat man ja auch eine persönliche Bindung, glaube ich, ne? Weil da kann man die nicht essen. Das wäre genau mit dem Hund oder so. Es gibt ja Länder, da isst sie Hunde. Ich nenne jetzt keine Länder direkt, ne? Sonst gibt das wieder einen bösen Kommentar. Aber es gibt sie. Ja, und da würde ich, den Hund zum Beispiel könnte ich nie essen. Das ist für manche auch ganz normal, ne? So, hier kommt keiner an meine Kasse, weil die offen ist. Nicht offen ist. Achso. So, jetzt könnt ihr auch zu mir kommen, bitte. Oh, der Humus läuft aber gut. Aha. Ja. Ich bin da. Ich bin da, ich bin da. Ich nehme ihr Geld. Bitte schön. Oh, der Herr hat sich einen Wodka gegönnt. Oh, schön, schön, schön. Und Kartoffeln dazu. Willst du nachbrauen, oder? Ding, ding. So. Dankeschön. 72,50. Bitte schön, der Herr. Das Salz ist zu teuer für mich, weißt du? Kaninchen habe ich als Kind relativ viel gegessen, weil wir die gezüchtet hatten. Mein Vater zumindest, also ich nicht. Ich war ja noch ein Kind. Und wenn man da, ne, so viel Zucht hat und so weiter und so fort. Ne? Ja, heute, ich weiß nicht, heute hätte ich auch keine Lust mehr auf so Kaninchen oder sowas. Ich weiß nicht. Wenn ich jetzt in einem Restaurant wäre, würde ich es mir auch nicht bestellen, ehrlich gesagt. Nicht wirklich. Achso, Karte. Da kann ich ja hier beim Wechselgeld ja lange suchen. Guten Tag. Dankeschön. Was wollt ihr haben? 13,50? Ne, 13,10. Ich will ja eigentlich nicht zu viel rausgeben, weißt du? Gibt es Kulturkreise, die essen Katzen? Ich weiß nicht. 168,50. Bitteschön. Boah, das Bier geht aber mal gut. Aha. Ja, hätte ich das gewusst, hätte ich noch viel mehr Bier gekauft.